Die Malerin und Grafikerin Doris Schmidt-Haub ist gebürtige Hanauerin und lebt seit ihrer frühesten Jugend in Kesselstadt. Die Tochter des Malers und Ewald-Schülers Walter Haub wurde mit 14 Jahren als damals jüngste Studentin an der traditionsreichen Hanauer Zeichenakademie aufgenommen, wo sie von Reinhold Ewald, Joachim Bayer und Paula Dittberner unterrichtet wurde. Nach ihrer Ausbildung zur Grafikdesignerin ist sie seit 1970 als freischaffende Malerin und Designerin tätig, unter anderem für große deutsche und internationale Unternehmen. So haben ihre Motive den Erdball als Messeeinladung umrundet und eine Impression des bekannten Wilhelmsbader Karussells wurde von einem großen Hanauer Unternehmen im Postkartenformat um die ganze Welt geschickt. Im Lauf ihres Lebens entwickelte sie ihren eigenen Stil, von gegenständlich pointillistisch bis hin zu kubistisch-futuristisch. Dabei entstehen aus einem Gefüge von Kraftlinien und sich überlagernden Flächen gegenständliche Ortsansichten. Die Formen und Farbverläufe ihrer Motive vermitteln Harmonie und Lebensfreude, wie in dieser Ansicht des Guggenheim-Museums in Bilbao. Wir besuchen Doris Schmidt-Haub in ihrem Atelier in Kesselstadt, wo sie auch heute noch täglich arbeitet. Hier erhalten wir Einblick in ihre individuelle Technik. Meine Bilder sind nicht mit dem Pinsel gemalt, sondern mit der Spachtel- und Ölfarbe. Dazu verwende ich keine weiteren technischen Hilfsmittel. Dem Anteil an kubistischen Elementen kommt das Arbeiten mit der Spachtel entgegen. Ich male so, wie ich sehe und fühle. Ich möchte dem Betrachter die Möglichkeit geben, sich in die Bilder hineinzuträumen. Die Gemälde von Doris Schmidt-Haub eröffnen eine ganz neue Seh- und Gefühlswelt. Ihre Arbeiten fallen in zweierlei Hinsicht aus dem gewohnten Seherlebnis der angesagten Kunstszene heraus. Zunächst gibt sie dem Betrachter ein Gefühl von Vertrautheit. Sie lässt ihn glauben, Stil, Technik und Inhalt des Motivs zu kennen, um ihn dann dafür zu gewinnen, sich mit Inhalt, Technik, Form und Farbe auseinanderzusetzen. Ihr zentrales Anliegen ist das Streben nach Licht. Die sich transparent überlagernden Flächen vermitteln dem Betrachter eine schwebende Leichtigkeit. Analytisch zerlegt sie den Bildgegenstand und sein Umfeld in einzelne Segmente, in Wirkungselemente, in Kraftfelder, in Lichtströme und farbige Schattenwürfe. Dadurch entsteht ein Eindruck von Durchsichtigkeit, fast von Röntgenbildern. Das scheinbar Sichere löst sich auf in stark reduzierte Einzelteile, wird befremdlich und der Betrachter muss es selbst wieder zu etwas Komplexem zusammenfügen. Ihre Bilder sind klar, präzise und bei aller scharfen Linie und Geometrie romantisch oder auch kraftvoll und ausdrucksstark. Wenn Kunst Flügel hat, nennt sie diese Arbeit. Das Motiv Duales System thematisiert die gemeinsame Entwicklung von Mensch und Natur. Am Beispiel des Kongressparks Hanau lässt sich verdeutlichen, dass sie aus der Synthese von verschiedenen Stilen und Wertvorstellungen eine ganz eigene Handschrift und Bildwirklichkeit entwickelt hat. Viele ihrer Arbeiten sind im Besitz von Sammlungen, Museen, Einrichtungen des öffentlichen Dienstes, Unternehmen und Privatpersonen. Doris Schmidt-Haub gehört zu den bedeutendsten Künstlerinnen unserer Stadt, ja der gesamten Region. Ich freue mich persönlich sehr darüber, dass mein Amtszimmer mit einem Bild von ihr seit vielen Jahren geschmückt ist. Von oben. Von oben bedeutet, dass wir hier den Blick auf Kesselstadt, der Heimat von Doris Schmidt-Haub, wenden. Und dieses Bild wurde ausgewählt anlässlich der 100-jährigen bzw. 950-jährigen Jubiläumsfeierlichkeiten von Kesselstadt auch als Logo. Das Bild verströmt eine gute, eine positive Stimmung, hilft meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mir, bei guter Laune unserer Arbeit nachzugehen, aber es besticht eben auch durch künstlerisch
hohe Qualität. Wir kennen Durchmithaupt seit 40 Jahren im Hanau-Ausstellungsbetrieb und sind sehr stolz, eine so renommierte Künstlerin in unseren Reihen zu haben. 2007 war sie die Trägerin des Kulturpreises des Main-Kinzig-Kreises. Davor allerdings war sie die erste Ausstellerin in unserer damals gegründeten Reihe Kunst im CPH. Sie berät uns weiter und ist uns eine ganz wertvolle Künstlerin im Rahmen der Hanauer Kultur. Dogi Schmidhaupt ist seit 10 Jahren aktives Mitglied unserer Gesellschaft und einer der interessantesten Künstler unserer Region. Sie hat an mehreren Ausstellungen in Frankfurt teilgenommen, unter anderem in der Rotunde der Paulskirche, und war Preisträgerin bei dem Kunstwettbewerb anlässlich des Abrisses des Technischen Rathauses. Darauf erfolgte eine Einladung der Stadt Frankfurt im Liegenschaftsamt an die Ausstellung Das neue Frankfurter 1 teilzunehmen. Diese Ausstellung war für 3 Monate vorgesehen. Aufgrund des großen Erfolges wurde die Künstlerin gebeten, sie auf fast 1 Jahr zu verlängern. Die Bilder von Dogi Schmidhaupt findet man nicht nur in der Frankfurter Kunstszene. Sie ist auch in Berlin und anderen Städten präsent. Insgesamt hat Doris Schmidhaupt an mehr als 150 Einzel- und Gruppenausstellungen im In- und Ausland teilgenommen. Doch ihre Heimatstadt Hanau und insbesondere Kesselstadt ist sie ihr Leben lang verbunden geblieben.